Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Speedrun-Daniel, der geilsten Show der Welt. Yay. Wir haben wieder einen wunderbaren Gast. Was für ein Slow Clap. Das war ein wirklich Slow Clap. Wir haben einen wunderbaren Gast wieder, Henny. Hi. Und der spielt heute Bioshock Infinite. Yeah. Wurde schon oft gewünscht als ein Bioshock-Titel bei uns. Mhm. Endlich haben wir einen. Und auch einer der Titel, der mir mit am meisten Spaß gemacht hat von der Bioshock-Serie. Ja, aber ich habe am wenigsten Erfahrung mit Infinite. Ich habe 1 und 2 sehr viel gezockt und das habe ich leider nur einmal durchgezockt. Aber okay, es hat mir trotzdem sehr gefallen. Ja, ja, finde ich auch. Für mich, das Spiel in Bioshock gefällt mir nicht so gut wie die anderen Bioshocks, aber allein das Ende und die Story und die Stadt ist einfach, sagen. Das war so ein bisschen das Ding, ne? Da fand ich halt Rapture gerade, die Stadt im ersten und zweiten fand ich so geil. Und deswegen fand ich es ein bisschen traurig, dass diese Unterwasserstadt nicht mehr. Aber würdest du nochmal hingehen wollen? Also im DLC kannst du das ja sogar, aber echt ein drittes Mal? Nur im Bioshock 3. Hätten alle gesagt, was Neues wäre auch nicht schlecht. Ja, wir haben zumindest, also wir drei, außer Henny natürlich, haben das nicht im Speedrun bisher gesehen, sondern nur normal gespielt. Aber du hast schon gesagt, da ist einiges, worauf wir uns dann jetzt mal draufstürzen können. Das wird ein bisschen längerer Speedrun sein, in Richtung 2 Stunden. Genau, 2 Stunden etwas runter hoffentlich. Und ich bin mal gespannt, ich habe nicht 2 Stunden gebraucht, sondern eher 12. Ja, also es ist trotzdem mehr. Einiges an Optimierung mit dabei. Ich würde sagen, lass uns loslegen. Genau. Du kannst ja sich schon mal bereit machen für die Zeit. Ich sag Bescheid, wenn der Timer losgeht, das ist nicht direkt. Also ich spiele auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad, gibt auch noch einen 1999-Mode, aber das ist eine eigene Kategorie quasi. Ja, war doch irgendwie, wo die Grafik einfach nochmal bewusst verschlechtert wurde, damit es aussieht, als ob es ganz alt ist, oder? meinst du beim 1999? Ja, war es nicht. Ich glaube, das ist nur die Schwierigkeit. Also Grafik, die Schwierigkeit? Bin ich mir nicht sicher. Oder ich denke, in einem anderen Spiel irgendwo hat man für so einen Modus einfach mal die Grafik dann mit irgendeinem Filter darüber gezogen, damit es aussieht wie schlechte Texturen. Ja, warum nicht? Und Timer startet. Schlechter geht immer. Jetzt. Alles klar. Booker DeWitt. Genau. Da kommt er. Ja. Ich hoffe, du kommst nicht durcheinander, weil wir haben die deutsche Version jetzt. Ich schätze mal, das da du auf Englisch streamst. Du kannst übrigens den Leuten sagen, solange die Katze auch noch läuft, wo man dich finden kann bei Twitch. Ja, ihr könnt mir folgen auf twitch.tv/HennyK. H-E-N-Y-K. Ist ein bisschen, aber es geht. Und ich streame halt hauptsächlich im Moment Doom, aber zwischendurch, ich habe auch wieder vor, Bioshock Infinite zu runnen und Dishonored auch, haben wir vielleicht schon gesehen. Vielleicht auch nicht. Und auf Twitter dein Name? Twitter Henny, also twitter.com/HennySRL. Also SRL einfach nur. Mhm. Genau, und sonst, das war eigentlich alles, was ich so. Gut, da könnt ihr ihm folgen und ihm beim Training oder sonstige Sachen. Lernen von neuen Spielen ab und zu. Ja. Ja, ist es jetzt hier so, also Dishonored haben wir kurz hier vorher aufgezeichnet und das war ja so ein Run, wo ähnlich aufgebaut ist wie bei Bioshock, dass du Cutscenes innerhalb des Games hast, dass du dich da auch umschauen kannst und das dann da passiert. Das wird, denke ich mal, hier ein bisschen ähnlich sein, dass du auch Cutscenes dann direkt viel sehen musst und erleben musst. Ne? Also Bioshock Infinite hat auch eine Menge Cutscenes. Ich würde jetzt so sagen, relativ gesehen nicht ganz so viel wie Dishonored, so Hälfte, Hälfte. Also es ist schon eine Menge an Cutscenes, aber auch eine Menge an Gameplay, was wir zwischendurch haben. Es gab eine Zeit lang halt sehr viele, vor allem so Aufzugsequenzen, wo man dann halt hoch und runter gefahren ist. Und da überspringen wir inzwischen halt einige von, auf gewisse Arten und Weisen. Und aber es gibt halt einige Cutscenes. Aber es ist genug Gameplay und jede Menge Tricks. Das Spiel fängt eher so ein bisschen ruhiger an. Aber gerade der Anfang ist ja total wichtig im Nachhinein. Ich habe gerade eben nochmal drauf geachtet, weil es auch schon wieder ein paar Monate her ist. Das ist so geil, wenn man schon weiß, worum es geht und dann den Anfang nochmal spielt. Also, die Details eben, ne? Die vorher nie aufgefallen sind. Wenn überhaupt, stört mich nur das Spiel in der Mitte. Also irgendwo so ein bisschen, wo es sich anfühlt wie ein stinknormaler, generischer Shooter, so der Part. Das war's. Für mich hätte es auch ein Adventure sein können, ganz ehrlich. Total. Ich hätte das Geballere wirklich nicht gebraucht, wenn ich ehrlich bin. Ja, doch. Ja, aber du bist ja auch ein Ballerfreund. Ja. Du tötest gerne. Ja. Nur virtuell. In jedem Spiel muss ein bisschen Mega Man drin sein, ja? So, jetzt muss ich einmal kurz unterbrechen, weil das schwierigste Rätsel im ganzen Spiel kommt jetzt. Die Glocken. Ding, ding, ding. Ah, wir haben es geschafft. Oh nein. Du bist krass. Wir mussten sehr viel nachdenken. Wäre es ein Reset gewesen ansonsten? Ja, das ist schon vollkommen und das ist, wenn man das nicht hinkriegt, dann da kann man nicht weitermachen. Jetzt nichts mit der Karriere. Ist es jetzt tatsächlich was irgendwie RNG-mäßig ist, wo du dann jedes Mal nochmal nachdenken musst, oder ist es immer exakt die gleiche? Nein, das ist die gleiche Kombination immer. Es ist einfach nur halt beschämend, wenn man das nicht hinkriegt, weil es so simpel ist. Und man versucht das halt immer schneller zu machen. Also wir machen hier klick, 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 klick und halt man kann das quasi beliebig schnell machen. Ab und so schnell zu mal verrutscht du dann eben, ne? Genau, und dann ist halt so, start mal neu. Sind ja nur 2-3 Minuten. Ja. Der Anfang ist natürlich noch relativ breit gezogen, eben auch schön, um die Atmosphäre aufzubauen. Ja, wir sehen ja gleich diese, also
die Antithese zu Bioshock, zu dem normalen, nicht in die Tiefe rein mit dem Aufzug, mit der Taucherglocke, sondern hoch in den Himmel. Aber ein Leuchtturm. Aber ein Leuchtturm. Immer ein Leuchtturm. Immer. Es gibt immer einen Mann, es gibt immer ein Leuchtturm. Genau. Und die überhaupt nicht symbolisch vollgestopfte Geburtssequenz und Taufe. Oh ja, stimmt. Das hatte ich ganz vergessen. Ja. Also schon, ich fand, als ich das erste Mal gespielt habe, es ist wirklich pompös und beeindruckend. Ja. Also ja. Bioshock war schon beeindruckend, aber Infinite ist dann nochmal, halt, du kommst da wirklich runter gleich. Und, ich finde auch, die wissen schon, wie sie es machen müssen und die ziehen auch an den richtigen Hebeln. Das ist echt schon toll. Ja. Mhm. Ich freue mich wirklich, was gibt es eigentlich mittlerweile eine Ankündigung, was da als nächstes kommt? Oder? Mhm. Nicht wirklich. Weiß keiner, oder? Nee. Weiß keiner. Bioshock nicht. Also ich meine, was rauskommt, war ja die Collection jetzt. Ja, okay, genau. Aber was Richtiges. Ja, klassisch, das Bioshock-Team oder Irrational Games gibt es ja nicht mehr. Ne? Die, mit ja. Infinite ist das, das Studio auch eingegangen. Haben Sie die Marke nicht auch noch? Irgendjemand hat die ganz sicher nicht. Also der Ken Devine, der ja. eben das hauptsächlich das Studio geleitet, der hat auch irgendwie auch mal zuletzt mal Postings im Internet dann abgelassen, dass er jetzt so beim Psychiater ist, weil er auch so psychische Probleme hat. Und interessant. Ich hatte gedacht, er geht mehr so in die Filmrichtung jetzt, vielleicht Storywriting für irgendwelche Serien oder so. Ja, also nicht in der Richtung, dass er wirklich psychisch krank ist, sondern ich glaube, das ist jemand, der einfach viel zu große Ansprüche an sich stellt. Ja. Ne? Und dann wird der Druck entsprechend immens größer. Deshalb kann ich auch gut vorstellen, der wird vielleicht noch ein Projekt machen. Aber du siehst ja, was für Gedanken in sowas dann reingegangen sind, um das so zusammenzuschrauben. Wenn dann es auch einherkommt mit der IP, dann wird es funktionieren. Die haben ja Bioshock auch nur gemacht, weil sie die IP von System Shock nicht mehr hatten. Es kann ja noch irgendein Future Shock oder sonst was kommen. Das meine ich. Im Grunde will ich nur dieselbe Machart. Das ist eigentlich das, was ich gerne hätte. Ich brauche den Namen nicht. Ja, wir müssen auch nochmal sagen hier für die Leute, wir spielen natürlich die PC-Version, aber haben bewusst Grafikoptionen und Texturen oder sowas runtergedreht. Genau, halt. Es gibt zumindest einen Trick in Bioshock Infinite, der wieder Framerate-dependent ist. Also halt, je höher die Frames sind, desto schneller kommt man an einer gewissen Stelle hoch, sozusagen. Und das ist eigentlich bei den meisten Speedruns macht man es so, außer man hat jetzt, weiß nicht, eine 1080 Grafikkarte oder so. Ja. Aber meistens spielt man halt auf niedrigen Details. Und es ist einfach, den Speedrunner stört es nicht wirklich, wie das Spiel aussieht. Es geht einfach nur darum, dass alles perfekt läuft. Ja. Und der Speedrunner hat sowieso schon öfter gezockt. Hast schon ein paar Mal gesehen. Ja. Das ist wahr. Ja. Genau, also wir kommen jetzt hier runter, das ist alles noch sehr gemächlich und so weiter. Und auch die erste halbe Stunde vom Spiel ist wirklich, auch Speedrun-mäßig gibt es nicht wirklich viele Skips. Es gibt so halt ein paar kleinere Sachen, die wir gleich sehen und erklären werden. Aber es ist viel Movement-Optimisierung, also wie wir uns durch die Karten bewegen und so weiter. Da kann man dann einige Sekunden sparen. Und dann nach einer halben Stunde geht es halt wirklich los. Also könnt ihr euch... Wir sind gespannt. Genau, auf was freuen. Jetzt am Anfang sind wir hier in so einem Willkommen-Center angekommen. Wir müssen jetzt quasi erstmal zur Taufe. Booker DeWitt wird getauft. Bei dem dachte ich auch immer, also wenn du in solche Szenen reinkommst, das sieht natürlich beeindruckend aus, aber wer geht da hin und zündet die Kerzen alle an? Und vor allem müssen ja auch regelmäßig ausgetauscht werden. Schon schade an, wie viele es sind, vor allem mit dem Wasser und alles drumherum. Also. Fürchterlich. Ich möchte es nicht machen. Stell dir vor, du kommst dann wirklich oben nach Columbia an und dann bist du aber Hauptkerzendienstleister. Ja, das ist genau, der ganze Job. Irgendwie für die Kerzen. Nicht besser für mich, sonst für und da oben, wie wirst du da ohne Leiter hinkommen? Ja, wirklich. Im Wasser sogar. Ja. Aber ja, ist Amerika. Also quasi Amerika in der Luft. No? Vielleicht sind es elektrische Kerzen. Also wir hatten gestern bei Game Plus Daily elektrische Kerzen aufgestellt, um eben ein bisschen so die Halloween-Stimmung, so im Oktober sind wir noch, um die aufzustellen. Und da war noch ein Brandfleck drin, weil Schröck nicht wusste, dass es elektrische Kerzen sind. Und das schon mit dem Feuerzeug, reingegangen ist, so leicht angeschwärzt an der Ecke. Ja, ich möchte geläutert werden. Ist er blind? Du blinder Priester. Ja, aber wie hat er einen erkannt? Ne? Wie hat er erkannt, dass der jemand neu ist? Am Geruch. Nein, also je nachdem, wen er da auch gerade erwartet, der erkennt uns bestimmt unter anderen Voraussetzungen als andere Leute. Weil ich rieche doch da ein bisschen Booker. Speedrun-mäßig ist das natürlich hier so ein bisschen nervig am Anfang mit den 6-7 Minuten, die man hat, halt, wenn man dann resetten muss nach, weiß nicht, 20 Minuten, weil es gibt schon einige Sachen, die man da hinkriegen möchte. Mhm. Aber in der Zeit können wir ja ein bisschen reden. Genau, für uns ist das perfekt. Dann kommt der erste Flashback. Genau. Naja, storymäßig geht es eben darum, Booker DeWitt ist Privatdetektiv, kann man sagen, wurde beauftragt, natürlich hier bei sich in New York, da geht es gerade richtig ab und so weiter. Aber er wird beauftragt, nach Columbia in die Stadt in den Lüften zu gehen und dort nach einer Person zu suchen, um die wieder zurückzuholen. Und hat sich jetzt dann über den Leuchtturm hinbegeben. Mhm.
Wie war das? Columbia wurde aufgeräumt. Also da werden George Washington, Benjamin Franklin und Jefferson, die Gründer der USA, quasi gefeiert. Und der erste Präsident, das hatte auch irgendwie storytechnische Beweggründe alles. Ist aber auch schon alles jetzt seine 4-5 Jahre her, dass ein bisschen verschwimmt, was genau der Hintergrund war. Eine Stadt fliegt. Ja, ich glaube, da muss man sich auch fast mehr mit den Gründervätern an sich und ihren politischen Ansichten und allem auskennen, weil da wird ja auch viel... Es wird sehr, sehr viel sorry, ganz kurz unterbrechen, ja, weil es gibt hier audiomäßig was. Da muss man... Ja, okay, es hat hingehauen. Man muss quasi auf eine bestimmte Note warten, wenn man vorher runterspringt. Ah. Dann wird das Spiel einen wieder hochteleportieren quasi, weil die Plattform noch nicht nah genug unten ist. Du machst es akustisch mit dem Sound. Genau, es gibt halt so ein, nennt man Audio-Cue. Und ja, das ist so einer der wenigen Punkte im Spiel. Okay, alles klar. Das ist natürlich, es ist wirklich, mir blutet das Herz. Ich weiß, es ist, wir sehen nicht bei Speedrunner, aber wenn du an diesem geilen Scheiß einfach immer so vorbeiläufst, in mir zuckt alles. Aber du hast natürlich recht. Oh, das muss sein. Oh, das siebte Weltmeister. Moment, 2 Sekunden gespart. Was macht sie da? Sie hat Parkinson. Was machst du? Die Physik in so einem Spiel ist sehr interessant teilweise. Ja, oh, ja, ist der gute Baum. Ja, ist natürlich für dich jetzt ganz schlimm, oder? Du musst abwarten. Wir müssen warten, genau. Ja. Wir haben ewig versucht, einen Weg hier drumherum zu finden. Theoretisch gäbe es auch einen Weg. Hey, dass du über die Floats da drüber sprichst. Ich hätte erwartet, dass du, genau, dass du über die jetzt drüber. Das Problem sind halt die ganzen unsichtbaren Wände und so weiter. Theoretisch gäbe es einen Weg. Also man könnte zum Beispiel diese, also sind hier so Waren, wie nennt man die, die Waren Cargo-Container. Die halt quasi hier rumschwirren und die an der Skyline. Und wenn man da drauf kommen könnte, könnte man einfach da drüber sozusagen schweben über den ganzen Bereich. Aber wir haben halt noch keine Möglichkeit gefunden, auf diese Container drauf zu kommen. Und wenn, wäre es auch fraglich, ob es halt schneller wäre. Dann. Ja. Und halt der Skip, den wir am Anfang gesehen haben, war, normalerweise muss man warten, bis die Brücke halt hochfährt. Und ist ungefähr 15 Sekunden schneller, wenn man da einfach drumherum springt. Da ist auch wieder eine Wand, aber man kann da drumherum springen und das ist halt für uns ganz schön. War einer, glaube ich, auch der ersten Skips, die gefunden wurden. Speedrunner probieren ja einfach alles aus. Hier gleich kommt direkt, normalerweise würden wir jetzt zu der Verlosung, zu diesem Raffle gehen. Aber ist uninteressant für uns. Also schauen wir mal, was wir stattdessen machen können. Ah ja, das erste Wigger ist hier, ne? Was du gar nicht... Was du gar nicht Objekte. Okay. Ja, so. Jetzt sind wir bei Speedrun da. Genau. Das ist schon so ein Skip, der so 2-3 Minuten spart. Kommen wir hier in den Bereich, wo normalerweise ein Kampf stattfinden würde. Hier wären sie Feuerwehrleute und das ist halt ein bisschen apokalyptisch. Genau. Der Trigger ist da gar nicht, deshalb kannst du aber alles nicht. Wir sehen hier auch, da sind teilweise Öllachen auf dem Boden und so weiter, aber es sind halt noch keine Gegner da. Ja. Also sind auch noch gar nicht bereit, die sind noch kurz vor das Essen. Warten auch auf ihren Q. Also du holst dir anscheinend nicht alle Wiggers, also die Spezialfähigkeiten, ne? Oder genau, nur die, die halt wir brauchen, wo wir halt davon ausgehen können, dass die uns schneller machen. Jetzt bekommen wir hier vom DSC ein paar Items. Das ist auch was, was erst vor kurzem quasi in den Run eingebaut wurde. Ähnlich wie mit. Oh, muss ich natürlich aufnehmen. Ähnlich wie bei Dishonored. Und zwar haben wir gerade Zuckerschock aufgenommen, was jedes Mal, wenn wir etwas, zum Beispiel hier Müsli oder irgendwas aufnehmen, also Essen oder Trinken und so weiter, dann bewegen wir uns für ein paar Sekunden halt schneller. Und das summiert sich schon auf so eine Minute oder irgendwas quasi im ganzen Run auf. Und ist halt schon relativ cool. Man kann halt wirklich ein bisschen gucken, wie routet man das Spiel sozusagen, dass man möglichst viele Items noch zusätzlich aufnimmt oder halt die Chance hat, überhaupt so einen Boost zu bekommen. Hier die erste Waffe bekommen und gleich auch das erste sogenannte Vega. Vega sind halt die Entsprechung von Plasmiden in Bioshock 1 und 2. Und so, das Feuerplasmid, Feuervega, das ist halt auch relativ nützlich für Kämpfer, weil wir dann so Feuerfallen quasi aufbauen können und die Gegner halt da direkt reinlaufen werden. Indem man hier schießt drin, öffnet sich die Tür früher. Das sind auch so Sachen, also normalerweise könnte man da drum rumlaufen durch einen quasi anderen Raum, aber man kann auch einfach schießen, da öffnet sich die Tür. Kleinere Sachen wiederum, die halt ein bisschen Zeit sparen. Ja. Hier ist auch wieder was zu essen und jetzt sehen wir, wie ich mich halt schneller bewege für ein paar Sekunden. Und das ist halt echt cool, da hat irgendwie nur keiner bis jetzt dran gedacht, dass das halt ja irgendwie möglich ist und so. Es ist einfach so Regeln von Spielen, beziehungsweise halt die Kategorien verändern sich im Laufe der Zeit. Wir nehmen auch die erste Infusion. Wir skillen quasi nur auf Salz, was halt das Mana-Äquivalent wiederum ist. Weil wir brauchen halt möglichst viele Vigas oder möglichst viel Mana, damit wir Vigas abfeuern können.
glaube, ich war hier so nach ungefähr 2 Stunden. Ja, ich muss auch gerade überlegen. Ja, man guckt sich natürlich die Parade an. Man macht genau, und dann die Auktion und dann mit den Geschwistern dann reden. Das kommt doch alles nicht mehr wieder jetzt in irgendeiner Form. Das ist einfach alles geskippt. Genau, ja? Das ist geskippt. Und das Spiel geht jetzt zum Beispiel auch einfach davon aus, dass wir diesen Skyhook halt haben. Mhm. Und dann ist er einfach im... Im Inventar, genau. Jam, 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 jam. Mein Gott, wie die das auch langziehen noch, ja. Die Lappen. So, jetzt platziere ich hier 2 Traps. Das ist schon der 2. Boss eigentlich, oder nicht? Ah, ja, erster richtiger Boss, würde ich sagen. Erster richtiger, ja. Der wird jetzt einfach hoffentlich... Da noch 3 Stunden. Ja. Nein, aus irgendeinem Grund ist er nicht reingelaufen. War nicht schlimm. Ja, jetzt mal eben. Na, im Idealfall sollten die Fallen halt quasi explodieren. Also völlig praktisch, dass der hinten den Sarg trägt. Das ist wie wenn ein Automechaniker immer ein Auto auf dem Rücken hätte. Ja. Nein. Oder ein Reifen. Ja, oder ein Reifen wäre auch schon ausreichend. Weißt du musst doch gleich was schleppen, dann pack den Rucksack doch runter. Nein, nein, es geht schon so. Nein. Nee, es passt. Ja, nee. Ich hab das genau. Nein, ich hab das schon. Nein, hilf mir nicht. Wie oft ich bei diesen Skyhooks auch rumgefahren bin, weil ich in der falschen Richtung abgebogen bin und dann einmal den Kreis gemacht habe drumherum. Aber es hat Spaß gemacht. Ja. Jetzt gleich kommt ein Skip, einer der wenigen Skips, die ich bis jetzt quasi selber gefunden habe. Da können wir wieder ein bisschen was aufsammeln, damit wir uns schneller bewegen. Der ist ziemlich cool, weil also ich benutze quasi einen Glitch, den es halt schon vorher, den vorher jemand gefunden hat. Und, der funktioniert so, dass wir in so einen Warencontainer, also ich frage mich gerade, was das Wort ist, also in Englisch ist es Cargo-Container. Ich weiß nicht, sag einfach Container, genau, ja. Springen wir an die Kante davon und die Physik propelliert uns quasi nach vorne und ja, hoffentlich klappt das. Kurz konzentrieren. Jo, hat geklappt. Das heißt, jetzt bekommt man einen Speedboost und dadurch, dass wir schneller an dieser Stelle sind, können wir diesen Soldaten quasi antriggern und dann einfach über die Luft laufen. Okay. Ja. Und hier wieder so, das spart gar nicht so viel Zeit, 20 Sekunden, aber das also ist 20 halt, Sekunden sind schon eine Menge. Ja. Ja, aber es ist halt einer der wenigen Skips, die ich quasi so selber gefunden habe. Mhm. Der sogenannte Handypass-Skip, ne? Wie er in der Community bekannt ist. Ja, und hier muss man natürlich Comstocks Rede anhören. Sollten wir bald beim Mädel ankommen, ne? Genau, wir sind jetzt auf dem Weg in das in den Turm, in den Monument Tower, der wo quasi Elizabeth, welches unsere Gefährtin für den Rest des Spiels ist, ja, gefangen gehalten wird. Und wir müssen sie halt befreien. Oh, und dann schön mit dem Big Bird Daddy, der da auch noch da ankommt. Genau, ein sehr schönes Design. Der Mechavogel. Achso, Sonder. Das ist mein Beruf, Mr. DeWitt. So wie Blut der Ihre ist, wissen Sie, warum diese Männer für mich sterben? Ich habe Ihnen eine ruhmreiche Zukunft vorausgesagt. So es gibt jetzt hier, es ist ganz komisch, quasi normalerweise wird man hier diese Nasenbluten-Animation bekommen, dann könnte man erst hier raus aus diesem Gitter. Aber in manchen Fällen kann man quasi hier früh raus. Das hängt mit einem Trigger zusammen, den wir hier auch überspringen durch diesen Skip, den wir eben gesehen haben. Und normalerweise wird man da erst halt so jetzt quasi nach dem Nasenbluten rauskommen. Wir haben uns eine Zeit lang wirklich gefragt, woran das liegt, aber halt durch diesen Skip sind wir darauf gekommen. Ach du Scheiße. Keine Munition, egal. Monument Island zu kommen. Okay, ich krieg das Ding schon irgendwie flott. Genau, da sehen wir jetzt Comstock auch persönlich. Aber ich bin nur ein Prophet. Ich muss nicht vergeben. Amen. Und wer die Story schon kennt, weiß ja, dass da ein bisschen mehr hintersteckt zwischen Comstock, Booker, der ganzen Sache. Die Selbstmordnonnen. Hey. Gibt es auch wieder so optimierte Sprünge, die man halt an den Skylines quasi machen kann. Und wenn man um Kurven springt, spart es dann wiederum halt ein bisschen Zeit. Du hast es geschafft, diese Skyhook-Nummer noch
angsteinflößender ja, zu machen. Ja. War schon schlimm genug, sich da dran zu hängen, wenn du ein bisschen Höhenangst hast. Ne? Oh. Ja. Oh, wie schlimm ist es, wenn sie davon eine VR-Version machen und du dann selbst mit diesen Hooks dann hängen musst. Generell ja, da pissst du die echt in die Hosen, glaube ich. Ja. So. Das? Real kommt das dann rüber. Aber sie können, finde ich schon, so wie sie es bei Doom ja auch machen und Fallout, so eine Art Walking Simulator durch Columbia oder so, könnte ich mir auch gut vorstellen. Warum nicht? Ja. Noch mal ein bisschen was aus der Franchise rausholen. Macht da wirklich eine VR-Version raus, wo der Kampf weggelassen ist, ne? Ja, wirklich. Ich fände es gut. So, und hier auch, du kommst da rein. Oh Gott, alles so gesichert und geschützt. Was kann da bloß alles drin sein? Aber nur ein Mädel. Gut versteckt nur ist hier ein Mädel. Die Lisbeth. Die ich auch nicht, also hier ist eine Fusion versteckt gewesen, die ich beim ersten Mal durchspielen halt auch nicht gefunden hatte, aber im Speedrun bietet es sich an, die zu nehmen, weil die halt direkt auf dem Weg quasi ist. Ja, und das ist hier so Monument Tower, Monument, das ist halt die Sequenz, die für uns Speedrunner am nervigsten ist, weil es halt quasi Cutscene nach Cutscene nach Cutscene ist. Und wir einfach nur warten müssen. Es gibt so ein paar Optimierungen, wir können hier unter den Türen quasi durchcrouchen, was dann halt wiederum minimale Zeit spart. Dann müssen wir uns aber wieder hier die Cutscenes anschauen. Was ist sie? Du hast mich beobachtet die ganze Zeit. Kommt auch dieser Flash nach Paris, oder? Genau, das kommt gleich in der zweiten Zwischensequenz hier. Ah, oh, und Papier geschnitten. Ja gut, bei neun Fingern wird es umso schlimmer. Wenn da einer verletzt ist. Was drückst du da die ganze Zeit beim Latschen? Das ist der Rennknopf, also die Renntaste quasi. Und es funktioniert in diesem Spiel so, man rennt nicht nur so lange, wie man die Renntaste gedrückt hält, sondern auch noch eine gewisse Zeit danach. Beziehungsweise es ist sogar so ein Trigger, also es springt halt um zum Teil. Und das kann man halt ausnutzen, weil während gegen Wände läuft, verliert man jegliche halt Vorwärtsgeschwindigkeit. Und indem man halt das die ganze Zeit quasi durchgehend drückt, was vielleicht ein bisschen nervig klingen mag auf den ersten Blick, aber es ist halt sorgt dafür, dass man mit Geschwindigkeit sofort weiterläuft. Okay. Und das ist einfach was, gewöhnt man sich an. Das ist so ein bisschen so ein Flimmel auch, wie es halt dann E-Sport-Spieler bei ihren Spielen teilweise auch haben mit dem Spam von Tasten. Muss ja, auch wenn du laufen gehst oder so, muss ja die Herzrate dann hochhalten. Du kannst ja nicht einfach nur stehen bleiben an Ampeln, sondern muss ein bisschen Konzentration. Ja. Sonst bist du wieder kalt. Dieser Job wird immer mieser. So, was wollen Sie von mir? Das ist doch nur die arme Elisabeth. Ich meine, das Spiel hätte auch quasi ganz schnell vorbei sein können, wenn wir nicht nach, wenn wir ja noch gleich sehen, nicht nach Paris quasi, oder wenn wir direkt nach Paris geflogen wären. Ja. Aber stattdessen. Nee, wir müssen das so machen. Einfach ist das nicht. Ja, und da sind wir doch. Genau. Was noch ganz interessant ist, mal darauf zu achten, wann während dem ganzen Spiel Elizabeth sozusagen ihr Outfit ändert. Und ihre Frisur und so weiter. Das ist dann auch noch interessant, wer an die DLCs halt mal gespielt hat. Da passiert das auch noch. Will nicht zu viel verraten über die Story, falls jemand es doch noch nicht gesehen hat. Den wird er jetzt also zumindest im Grunde erfahren. Weiß jetzt nicht, wer. Wir werden natürlich die Gelegenheit haben, ein bisschen drüber zu sprechen, aber das ist so ein Ding, dass man sich auch im Nachhinein, da muss man sich nochmal extra mit beschäftigen. Und ich finde auch in Ruhe die Audiologs hören, weil die enorm viel einem auch weitergeben, was die Story eigentlich bedeutet. Man kommt hier nicht raus, glauben Sie mir, ich hab's versucht. Hier ist ganz wichtig, auf der linken Seite sehen wir einen Apfel auf dem Tisch. Und jeder weiß, dass man diesen Apfel nicht isst. Obwohl er Geschwindigkeit geben würde? Moment, da hast du recht. Das habe ich nicht gedacht. Bis jetzt hat man ihn nicht gegessen und eigentlich bestehe ich auch darauf, ihn nicht zu essen. Komm, iss ihn, tu's für uns. Na gut, wirklich, du müsst ja eh warten. Stimmt, ja, wir müssen warten, aber wir können schon. Hab ich gerade schnell. Ich habe zwei Teile gesehen. Das bringt uns eigentlich nichts, wirklich, weil wir hier noch diese Cutscene abwarten müssen. Okay, wenn du damit aber wirklich hättest durchstürmen können, das wäre natürlich was gewesen. Hätte was gemacht, aber es ist halt bei mir zumindest halt so, ich hatte eine Zeit lang bei mir im Stream so ein Bot und da konnte man dann voten, soll der Apfel gegessen werden und nicht. Und wir haben immer so darüber gescherzt, dass es dann halt Manipulation von RNG wiederum ist. Es ist zwar nirgendwo bewiesen im Spiel, aber der Aberglaube. Ja, weil wir kommen gleich zu einer Stelle, wo es ganz wichtig ist, oder beziehungsweise halt, wo RNG, der Zufall, eine ganz große Rolle spielt. Und was auch so ein bisschen halt
das, ich will nicht sagen Problem, aber halt schon so ein bisschen der blöde Teil an so einem Speedrun ist, oder der nervige Teil, sagen wir eher. Es gibt nämlich gleich ein Item, also es gibt sogenannte Gears in so einem Spiel und diese Gears haben verschiedene Fähigkeiten, also sind wie Perks quasi. Und eines dieser Gears ist, jetzt muss man eben mal kurz Elisabeth in die Wand, genau. Einer, das ist Absicht. Das ist so gewollt, natürlich. Einer dieser Gears ist Hillrunner's Head. Und Hillrunner's Head sorgt dafür, dass wir, wenn wir ein Schild zerbrechen, jedes Mal einen Geschwindigkeitsboost von 5 Sekunden bekommen. Also 50% für 5 Sekunden. Das ist einmal natürlich über das ganze Spiel spart das eine Menge an Zeit. Also das hält sich gerade pantomimisch auch fest. Auch interessant zu sehen. Das Spiel ist ein bisschen verbuggt. Also ist einmal spart eine Menge Zeit, so durch das einfach rumlaufen, weil wir können einfach uns selber halt auch Schaden zufügen später durch verschiedene Waffen. Und gleichzeitig brauchen wir es für zwei Skips, die halt nicht möglich wären ohne Hillrunner's Head. Das Problem da an der Sache ist nur, dass Hillrunner's Head eine Chance hat, quasi zu erscheinen, die ungefähr bei 1-2% liegt. Oh. Wir können glücklicherweise, wir finden zwei Items hier, wir können sozusagen den Checkpoint laden und dann wird wieder die Auswahl der Gears random zufällig neu verteilt, ja. Und dadurch können wir es halt immer machen, aber wenn man einen Weltrekord will, dann hat man quasi nur, weiß nicht, 2-3 Resets oder so, bevor man halt schon eine Menge Zeit verliert und eher resetten möchte. Was ist übrigens der Weltrekord bei dem Spiel? Im Moment 1 Stunde 43 Minuten von Distortion 2, der ist ein bekannter Dark Souls Speedrunner. Der hat das Spiel ziemlich zügig gelernt und ziemlich schnell Weltrekord gespielt. Nice. Ja. Ja, manchen Leuten... Nicht vorgespielt, oder? Nee. Nee. Das wirst du ja auch genießen, Daniel. Freu dich auf den, wir haben gerade ein Dishonored-Spiel Speedrun aufgenommen. Da kannst du mal ein paar Tipps abschauen. Mit dem schlechten Ende. Weil es schneller ist. Nee, Moment. Nee, gutes Ende. Entschuldigung. Hab mich vertan. Gutes Ende. Genau, weil bei dem schlechten Ende würde man quasi, würde Emily, genau, ja, runterhängen und das dauert dann halt. Und das gute Ende ist halt einfach nur, dass man die Tür aufmacht und, ja. Ja, dann guckst du mal an. Guckst du mal an. Das dauert eh nur 40 Minuten. Ich hab wirklich drauf geachtet. Alles positiv. Der weiße Zeit ist da. Tja. Tja. Nicht geklappt. Bis dann. Danke. Hier, wo wir gerade ins Wasser gefallen sind, das war gerade so ein quasi ein Autoscroller-Sequenz. Wenn man hier ins Wasser fällt, dann gibt es halt verschiedene Glitches. Das Spiel kann auch wieder quasi einfach nur die schwarz werden. Man kann sich umdrehen, bevor man ins Wasser fällt. Und Bioshock Infinite ist eines der inkonsistentesten Spiele, was diese Cutscenes angeht. Es gibt da halt auch den Fall, dass einfach Dialoge übersprungen werden, ohne ersichtlichen Gründen. Wir wissen halt auch nicht, woran es liegt. Wir haben schon, ich weiß nicht, wie viele Leute darauf angesetzt, das rauszufinden, aber es hat keiner geschafft. Und es ist echt, da gibt es was Interessantes zu erzählen, der ehemalige Weltrekordhalter Fearful Ferret, mit dem habe ich quasi mein inoffizielles Race, sozusagen Rennen halt gemacht. Wir haben beide gestreamt. Und die Sache ist einfach, dass man so nach dieses Item Hillrunner's Head halt grinden muss. Und die Chance, dass beide Leute gleichzeitig Hillrunner's Head bekommen, ist halt schon verschwindend gering. Aber wir haben halt einen Run ungefähr gleichzeitig angefangen, so mit 1-2 Minuten Unterschied. Und wir haben beide erster Versuch das Item bekommen und halt, dann habe ich das gemerkt, halt während meinem Run. Ich gucke so immer auf mein Handy und habe dann gesehen, oh, er hat es auch gekriegt. Und quasi daraus ist ein neuer Weltrekord entstanden dann auch. Halt, er hat den Weltrekord gekriegt und ich war 3 Sekunden am Ende langsamer als er. Das gibt's ja nicht. Genau. Aber das war wirklich einer der coolsten Streams überhaupt, weil die Leute waren so gehypt, die haben beide Streams gleichzeitig geguckt und das war sehr... Ja, gerade bei so Rennen, wenn so eine Sachen beim ersten Mal bei beiden auch noch klappt. Ja, die Chance dafür statistisch gesehen ist